Wie ihr wisst, läuft ja nächstes Wochenende nochmal das 7-Sterne-Raid-Event mit Meganie. Und heute wollte ich euch mal eine mögliche One-Shot-Strategie vorstellen, wie ihr zu viert ganz einfach innerhalb von 2 Runden Meganie besiegen könnt. Diese Methode ist natürlich auch ganz praktisch, wenn ihr fleißig Geheimgewürze farmen wollt, denn auch Meganie droppt natürlich auch diese. Kommen wir dann erstmal zum Aufbau der ganzen Geschichte. Wir brauchen als Angreifer hier einen Monetigo mit dem Item Leben Orb. Der Terra-Typ ist egal, weil wir ja auch nur einmal angreifen, also wir bauen ja hier auch nichts auf. Dann ist es ganz wichtig, dass ihr Ränkeschmied dabei habt und Goldrausch. Das sind die 2 wichtigen Moves, weil wir in der ersten Runde Ränkeschmied einsetzen, um dann in der zweiten Runde mit Goldrausch anzugreifen. Hier empfehle ich dir ein mäßiges Wesen, sprich Spezialangriff hoch, Angriff minus, und bei den EVs, dass du den Spezialangriff erhöhst und einmal die Verteidigung. Vergesst natürlich nicht, mit den Silberkronenkorken dann auch die Defos zu erhöhen. Dann haben wir noch Mauzinger. Hiervon brauchen wir tatsächlich 3 an der Zahl, aus dem Grund wegen der Fähigkeit Stehlender Wille. Mit jedem Mauzinger mehr, im Prinzip macht dann unser Monetigo mehr Schaden. Hier empfehle ich dir auch bei den EVs KP und Verteidigung auf maximal zu erhöhen. Defos natürlich auch nicht vergessen und ein pfiffiges Wesen. Hier ganz wichtig, Trugträne und Durchbruch. Das sind so die einzigen beiden Moves, die ihr braucht. Und dann zeige ich euch nochmal gleich kurz im Raid, auf was ihr achten müsst. Und dann könnt ihr schon loslegen und eure Meganies mit der One-Shot-Strategie besiegen. Falls du dich gefragt hast, wie lernt Mauzinger eigentlich Durchbruch? Dies ist eine TM, die du dann halt ganz normal herstellen kannst und diese dann halt Mauzinger beibringst. Hier haben wir wieder einen Ausschnitt aus meinen Streams, wo wir dann auch fleißig wieder beim 7-Sterne-Megani-Raid ausgeholfen haben. Hier ist ganz wichtig zu beachten, dass du als Monetigo-Spieler in der ersten Runde nur Ränkeschmied machst. In der ersten Runde musst zudem ein Mauzinger anfeuern mit Haut rein und die beiden anderen müssen Trugträne machen. Das heißt, in der ersten Runde muss 2-mal Trugträne kommen und 1-mal anfeuern mit Haut rein. Ist die Runde dann abgeschlossen? Ihr seht, die beiden Trugträne sind gerade durch. Wir haben unseren Ränkeschmied und das Anfeuern ist durchgekommen. Geht's auch in die zweite Runde. Hier müssen tatsächlich nur 2 Mauzinger weitermachen. Das heißt, es kommt eine 3. Trugträne und ein weiteres Mauzinger macht Durchbruch. Das verhindert halt das Lichtschild bzw. den Reflektor, den Megani dann aufsetzt, damit ihr dann mit eurem Goldrausch den One-Shot machen könnt. Wir greifen jetzt an und dann könnt ihr direkt sehen, zack, 2. Runde, Megani ist besiegt. Und so könnt ihr wirklich ganz einfach, schnell und sicher Geheimgewürze farmen. Ja, meine Lieben, das war es mit der heutigen 7-Sterne-One-Shot-Strategie. Und ich hoffe natürlich, ihr könnt mit dieser Strategie auch fleißig mit ein paar Freunden Meganie farmen. Denn die Geheimgewürze, die Meganie droppt, sind dann doch schon sehr, sehr gut. Finde ich auch persönlich sehr cool, dass anscheinend das jetzt Standard ist, dass jedes 7-Sterne-Event auch Geheimgewürze hat. Jetzt wäre nochmal ein Ding, und zwar die Shiny-Chance zu geben. Und dann könnten wir sogar noch mit ein bisschen mehr Motivation diese Raids angehen. Vergesst natürlich nicht, einen Kommentar zu schreiben. Falls ihr noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich darüber sehr freuen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Macht's gut, meine Lieben, und ciao, ciao.